Moin, sind unsere Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Origins. Ja, der Seher hat uns gebeten, ein paar, also der Seher von Memphis, hat uns gebeten, ein paar Skelette, nein, Amulette zu verteilen. Und ich denke, oh, da bewegt sich jemand relativ schnell. Wir werden hier der Herzensbrecherin noch ihr Amulett aushändigen müssen. Den Abenteurer haben wir tot gefunden, den Bettler haben wir befreit aus einer Villa. Wie das halt so ist mit Bettlern. Und ja. Ich denke, es fehlt noch die Herzensbrecherin. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Da drüben ist erstmal Schatz. Okay. Da gibt's Eisen, aber wo? Ah, die ist gefangen in so einem Wagen. Ist natürlich mal richtig uncool. Set aside your pride. I will carry you. Na geil. Jetzt fährt der Wagen hier weg. Fährt den Wagen, wollte ich gerade sagen. Ich würde sagen, ich. So, wo soll ich die Gute denn hinbringen? So, wohin? Wohin mit ihr? Wir legen sie einfach mal hier hin. Wir scheinen ja in Sicherheit zu sein. I have nothing to reward you with, except my thanks. I will claim my reward elsewhere. The seer sends this amulet. His visions show you are in need of protection. Why would I need genau. This piece of junk? Just take it so we can conclude our business. Fine. I suppose wearing it will make my mother happy. That is all three amulets given out. Now to return to the seer. Oh, großer Tempel Pier. Oh Gott, das ist so weit weg. Hier geht's nicht hoch, doch. Mal sehen, ob ich hier. Ach, guck mal, da vorne. Zum Beispiel haben wir den Metalltransport. Ich denke, der kommt direkt auf uns zu, oder?
sah ein bisschen bedrohlich aus. Es war also quasi Notwehr. Ja. Und so einfach. Oh, und jetzt können wir auch direkt was herstellen. Kommt mal ein bisschen Ausrüstung, wollte ich eigentlich sagen. Den Hasanblutstab können wir auch mal kaputt machen. Da haben wir noch irgendein olles Bronzeschild. So, was können wir denn herstellen? Entweder eine versteckte Klinge. Oder mehr Fernkampfschaden. Können wir immer gebrauchen. Eigentlich wollte ich ja gar nicht hier irgendwas herstellen. Aber dafür brauchen wir... Oh, da fehlen mir noch Pilze. Na gut, dann nehmen wir erstmal hier. Mehr Fernkampfschaden. Kann man immer gebrauchen. So, hier unten waren wir auch schon mal. Ja, hier haben wir die Folge zum Beispiel gestartet. Hi. Have you delivered the amulets? Klar. Yes. One arrived too late to protect its bearer. Which? The adventurer. He met a lonely end, bitten by a snake. This is sad news. All the same, I consider your debt paid. A sacred island lies farther in the embrace of Mother Nile. Bring me there, and I will tear aside the curtain that shrouds your nightmares. Now, deliver. Okay. Tell me what you saw. I saw what has lain behind my eyes every night for the past year. It begins with a sandstorm. I rise to my feet and walk a corridor of ruins, passing into the Hall of Judgment. There, a twin of myself. Oh, hallo, kleines Krokodil. Okay, plötzlich waren die Krokodile weg. Ja, schon ein bisschen merkwürdig. Dann waren die Krokodile plötzlich wieder da. Zumindest eins. Genau. Ah. Das jetzt? Oder spawnt hier gleich noch ein Krokodil irgendwie? Ich werte das als ja. Mann. Deliverer, would you be free of the curse that plagues your sleep? There is a ritual that will banish it from your mind forever. Yes. Okay. Do it then. Go beneath the waters south of here and bring up the statue of Khnum from the sunken temple of Ramses. With this likeness of the great potter to hand, the ritual can be performed. Die Statue des Khnum, Schnubbelob. Das ist ganz da drüben und ich habe nicht mal ein Boot. Das steht auf der falschen Seite von der Insel. Ach, wie nervig.
So, da haben wir ihn also. Den verborgenen Tempel. Da ist ein dickes, fettes Krokodil, wie es aussieht. Wahrscheinlich werden wir die Krokodile erst platt machen müssen. Ja, das ist ein Nilpferd. So, na dann wollen wir doch mal hinabtauchen, würde ich sagen. Er scheint ganz schön tief zu sein. Ja, und wie? Hallo? Treten der sich schon wieder scheiße hier? Irgendwie. Was ist das? Ich werde es zurück zu dem See. Das war schon die Statue. Na gut. Einen Jagdbogen haben wir bekommen. Großartig. Das war's? Ich denke, das war's. So, wo ist unser Boot hin? Da. Wieso? Warum? Was hast du im Wasser gemacht, Junge? Hier ist die Statue. Hnum, Sculptor of Children. He will battle Apep in your place. This okay. Ritual needs your mind's strength. Sit by my side and meditate as I speak. With the gods. Grow, O light. Come forth, O light. Rise. Wozu habe ich dafür jetzt Zeno gebraucht? O darkness, remove yourself from his eyes. O god of seeing, bring in the light to him. O Apep, who coils in the abyss. Be turned aside, devoid of moisture, come forth from the stream. No, ein Flamingo. As your sail bends to yesterday, accept him as a passenger on your divine ship. Erkundungsgebiet. Nee. Er wird sich hier hinsetzen und wir setzen uns daneben, dachte ich. Grum, stand beside him and be his champion.
So, einmal meditieren. Dabei hätte ich mich auch gern beobachtet ein bisschen. The seer is gone. Ja. How did he leave the island? Mit unserem Boot, denke ich. Okay, aber ich meine, wie zum Kuckuck hat er uns jetzt geholfen? Hat er nicht gesagt, er hilft uns mit unserem Traum und so, und am Arsch hat er uns geholfen. Ist ja wohl unglaublich. Ach, guck mal, da drüben gibt es noch einen Aussichtspunkt. Da fahren wir doch direkt mal hin, würde ich sagen. Ups. Oben auf dem Schiff oder wo? Wahrscheinlich, ne? Da auf dem Kran oben drauf ist es. Nicht weiter. Daneben hier. Ach ja, schön. So, na dann einmal alle ab. Ja, ich würde sagen, das war's dann für heute schon wieder, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.